Und somit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlacht um Mittelerde 2. Heute diesmal noch mit drei Gästen, und zwar dem Schatten, Moin. dem Shadow. Hallo. Der nimmt übrigens auch auf, bei dem könnt ihr euch gerne auch anschauen, der wird es auch hochladen höchstwahrscheinlich. Ja, Ich wahrscheinlich. Mal verlinke gucken, was seinen draus Kanal. wird. Ja, ich verlinke deinen Kanal und dann könnten sie es auch sehen. Fände ich gut. Ich Oder hab auch den dich. guten Skrassal. Hallo. Ja, ich hab dich inzwischen tatsächlich auch nochmal mit unserem Kanal abonniert. Ah ja, ich hab's gesehen. Danke. Ich hatte sonst nur das meinen privaten Account. Aber jetzt habe ich auch nochmal meinen Kanal gemacht, damit ich dich leichter finde. Ganz kurz zur Erläuterung für euch. Wir spielen heute eine Only-Helden-Runde. Das heißt, wir dürfen nur Helden machen. Genau. Startressourcen sind 4000. Wir haben auf Zufälle gestellt und ich bin komplett, das sage ich jetzt nicht, im Arsch. Bei mir wird's interessant. Oh nein, hast du die Zwerge? Ich habe das Schlimmste, glaube ich, von allen. Die Zwerge. Nein, 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 das ist eine meiner Lieblingsvölker eigentlich. Ja, aber für Helden sind halt die Zwerge ein bisschen schwierig, ne? Jo, ich hab Zwerge nicht, ich hab was anderes Dämliches. Okay. Darf man eigentlich Fähigkeiten Oh, nee. benutzen? Ja, Fähigkeiten sind Fähigkeiten erlaubt. darfst du nutzen. Ja, du kannst machen. Hier nur Also, die Krieg. Jeder Krit. da hier in dem Teil deine Fähigkeiten dir keine dauerhaften Einheiten bringen, brauchen wir auch die Zusatzregel nicht aus, die ich in Edain eingeführt hätte. Oh Gott, ich bin auch komplett lost, Alter. Gerade die ganze Zeit nur Truppen rumgeschickt und jetzt wieder Gebäude bauen. Ja. Nein, ja, aber darum geht's bei mir nicht. Ach so, Elben und Orks dürfen natürlich trotzdem, also Moment, spielen wir jetzt mit Upgrades oder, also spielen wir jetzt mit Festungsupgrades oder nicht? Ich weiß nicht, ich denke schon, oder? Ja, Also, man dann. darf nur die Upgrades in der Festung drin machen, man darf nicht außenrum die Festung bestücken, oder? Nee, das nicht. Ja, okay, dann reiße ich jetzt die Türme ab. Geil. Der kam dann erstmal hier wieder mit Türmen an, Alter. Ja, natürlich. Ja, türmisch? Oh Dann nee. baue ich halt einen Turm um meine Festung. Ja, normale Türme darf man die bauen? Nee, oder? Ja klar. Du darfst Die jedes Ge Abflug du, 5. du darfst du darfst jedes Gebäude bauen, worauf du Bock hast, solange es halt nicht an deiner Okay. Festung dranhängt. Du darfst von mir aus auch eine und keine Mauern, keine Mauern, sonst kommen die Leute nicht Ja, durch. logisch. Ja, das ist klar. Aber angenommen, du bist böse zum Beispiel. Da gibt es doch auch Ja. diese Sägewerke. Da kommen ja auch Einheiten raus. Ich habe jetzt gerade eins gebaut. Stimmt, hast eigentlich recht. Ja, aber ich ganz Ja, aber ehrlich das sind denke, nur Sägeleute. Die machen keinen die greifen ja Schaden. nicht an. Die sind Das ja sind nur für Rohstoffgebäude. Gut, dann sagen wir, Sägewerke sind erlaubt, Ich kann sie nicht angreifen. solange man die Holzfäller auf Holzfällen lässt und nicht auf Angreifen umschaltet. Ja, mal eine Armee aus Holzfällern. Wäre tatsächlich Und? möglich. Ich habe jetzt neulich mal in Age of the Ring mal kurz durchgerechnet, wie viele Sägewerke ich bauen müsste, um ohne welche zu kaufen, einfach mal meine Kommandeurspunkte mit Arbeitern voll zu ballern. Ich kam Lol. glaube ich auf 200. Alter. Hey, wie viele Kommandeurspunkte hat man in Age of the Ring? Naja, adaptiv, aber normalerweise halt 1000. Nee, bis zu 1000. Kommt auf die Map an. Kommt auf die Map an. Okay. Bis zu. Ist wie bei ADH. Bis zu 1500, glaube ich. Oder 1600. Ach ja, der hat ja schon zwei Helden. Oh, Shadow. Moinsinn. Das Gute ist, Shadow, ich kann sagen, ich kenne jetzt die Helden, die ich habe, durch deine Aufnahmen sehr, sehr gut, durch die letzten.
Also weißt du, welche Fraktion ich bin. Hast du Morde oder was? Nein. Durch die letzte, die ich zumindest geschaut habe. Ach so, ah, ja gut. Dann hast du dasselbe wie ich, lol. Oh nein. Oh doch. Wir haben beide halt nur drei Helden. Ist schon ein bisschen lost. Die Feuerdrachen sind ja keine Helden im Prinzip, oder? Nein, und wir dürfen ja auch nichts. Also, ich würde sie genauso wie die Adler von den Elben gelten lassen. Alter, ein Aragorn. Als ob jetzt schon ein Aragorn hier rumrennt. Was? Jemand hat Menschen? Ja, Schatten hat Menschen und du hast Elben. Ihr beide habt eigentlich die beiden besten Fraktionen bekommen. Vor allem, wie schnell der meine Gebäude umbatscht, als wäre das nichts. Der ist ja schon Level 5. Oh, da hast du jetzt aber Glück gehabt mit deinem Heildir. Ja. Von warum war ich die ganze Zeit gegen Schatten? Davor. Vielleicht, ihr habt jetzt einfach so ein Gespür füreinander entwickelt. Vor allem ist da auch noch ein Boromir in dem Ding. Junge, was hast du alles Leute, schon? Ich glaube, ich bin gleich tot. So nach dem Motto. Ah ja, Rippbaumeister. Das ist jetzt einfach nur mal nur ein Test, ob das auch bei Zoom 2 funktioniert. Weil bei Edan hat es eigentlich recht gut funktioniert, ne? Schatten? Noch ein Gebäude. Ja. Ja, da gibt's auch echt sau viele Helden. Ja, teilweise schon. Zwerge sind da. Obwohl, kommt drauf an, welche Zwerge. Erebor zum Beispiel ist komplett lost. Mit Eredluin dagegen hast du gute Chancen. Ja, wo du die ganze Hobbit-Gemeinschaft da, also Zwergengemeinschaft hast. Ja, okay, nicht die ganze. Jetzt geht Elb und Gondor auf mich. Digga, was ja. Boah, Digga, wieso sagst du das? Ich wollte gerade Gondor abfangen, wenn er bei dir ist. Die sind schon an meiner Hütte. Ja, und wieso sagst du, dass ich komme? Hast du überhaupt noch eine Hütte? Lange nicht mehr. Ich werde in beiden Zeiten mit. Jeder hat von wo den bist drei du? Helden. Wo bist du? Wo bist du? Hä, deine Hütte oben steht rechts. Doch noch! Hä? Ja, aber der steht vor meiner Hütte. Digi. Der farmt mein Ressourcengebäude ab. Ja, dass du. Ja, dann. Ja, ich hab auch Lust. Ja, ja, jetzt macht aber noch meine mit weg. Ich hab nur einen Helm. Geht aber mehr. Ja, wie denn? Die kosten halt ein bisschen viel. Vor allem habe ich nicht viele. Ja, weißt du, Gorki kostet halt 1000, kostet zwar nur 1000, aber dann kommt halt Kankra mit 2500. Und Drogoth mit 5000. Nicht stehen bleiben. Orks müssen zusammenhalten. So, wo sind jetzt die anderen? Links. Oh, oh. Links, links, links. Unten, die läuft gerade weg, nach unten. Hab sie. Geh doch mal weg! Nö. Ich meinte Superzwerg. Nee, 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 nee. Das wird so hier nichts. Alter, deine Elben machen halt echt viel zu viel Schaden. Als ob du schon Legolas hast! Natürlich! Yo. Dein scheiß Ernst! Arbeitet an eurer Einstellung! Macht dich nützlich! Was sollen wir sonst noch bauen? Ihr wisst, was zu tun ist! Oh, das ist Drogoth. Legolas? Ja. Als ob du jetzt schon Drogoth gebaut hast. Ich habe mein Standardbild gemacht, den ich immer mache. Nur auf Ressourcen gehen. Ja, mache ich auch gerade. Weil bringt ja nichts. Ansonsten. Wir brauchen eine starke Economy. Vor allem wir zwei. Nee, jetzt bleib hier. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee.
Das wird so nix. I am number one. Hey! Oh, welches Lied war denn das nochmal? Ah, ja, ja. Habe ich vorhin erst wieder ein Video davon gesehen. Geil. Würden dann auch mal meine Helden kommen? Nee, okay. Ach, ernsthaft kommen die jetzt nicht, weil ich Baumeister baue gerade? Ah, da wollen wir viele Helden Elben haben. Ja. Na, ich hab gleich meinen letzten Held. Alter. Rein theoretisch ist Baumbart ja auch ein Held. Ja, es ist ein Held. Nicht nur theoretisch. Ja. Ja, okay, Elfen sind Bastard. Baumbart? Ja, aber Baumbart gegen Drogoth. Ja, fuck das Ding ab. Ein Feuerball oder ein Feuerflug rein und der ist tot. Oh nein, da komm. Helden. Ja, der Mensch ist wieder da. Warum habe ich das gleiche Gefühl, dass ich schon wieder als erstes hops gehen werde? Weil sie dich gerade eben komplett oh, da ist der Deutsch. Mensch! Ich komm mal! Englisch Kombi. Ich hab Elrond zweimal hier. Alter, das ist halt echt Burken. Wie kannst du zweimal Elrond haben? Ich hab einmal Elrond plus meine Heilfähigkeit. Der kann einmal healen und meine Heilfähigkeit sind halt zwei. Achso. Achso, du hast Elrond und Alter. Heilen zweimal hier. Ey, deine Krankheit ist stark. Und sie ist tot. Ich würde mal sagen, ich habe angefangen, Wälder zu roden. Ja, das ist, ist die beste Einnahmequelle. Ja. Ich habe gerade eben... Und wie ich einfach von meiner Hütte richtig gebatscht wird gegenseitig. Töne den! Unsterblichkeit! Jawoll! Der Held ist... Der Elb ist unbesiegbar. Perfekt. Kill. Ey. Einfach so ein Longshot hingelegt. Killstil oder was? Ja. Also Zwerge, ich habe jetzt übrigens auch mal dem Manni Bescheid gesagt, dass du bei Chivalry und For Honor tendenziell dabei wärst. Ja. Dann schreibe ich dir einfach über Discord und du schickst mir dein PSN. Ja. Dann können wir da am Wochenende auch ein bisschen aufnehmen. Also du aufnehmen, bei mir geht's nicht. Ja, ja. Aber For Honor könntest du dann auch mit aufnehmen. Zum Beispiel. Ja, schwierig. For Honor ist kein Cosplay, oder? Nee, ich dachte, du hast For Honor für die Playsee. Ja, ich glaube, ich hab's, ich bin mir jetzt 100% sicher. Kostenzehner. Also. Ja, echt so. Ja, das Problem ist Aufnehmen an der PS4. Das Aufnahmeprogramm von der PS4 ist eigentlich gar nicht mal so scheiße. Ja, dann schließe ich einen USB-Stick an, ich habe einmal 64 Gig. Ja. Passen. Du kannst auch von der PS4 hochladen. Ja, ich glaube, da sagt mein Internet nein. Wieder, oh König, das sagt ihr Maden. Das Gebäude ist fertig. Der schreit die ganze Zeit nur irgendwas mit Maden rum. Macht euch bereit. Achso, wir haben zweimal Orks. Macht euch bereit, Orks. Nehmt sie auseinander. Yo. Wie schnell kann Karapete gerade Schaden? Und was für eine Krankheit hat... Das ist halt echt kacke. Und was für eine Krankheit hat dein Legolas gerade? Muss ich grad schauen. Bei der Fähigkeit hat er alternativer Nahkampfangriff plus 35% Rüstung.
Ach so, das ist einfach nur sein Messerkämpfer. Das sah gerade eben irgendwie voll weird aus. Als wäre der irgendwie von so einem Pilz oder so befallen. Also, Oder so einem gegen Fluch. Elfen kannst du vergessen. Das wird nichts. Ja, die Helden. Also, erstens mal haben sie halt viele Helden, zweitens mal haben sie starke Helden. Ja. Jetzt habe ich Baumbart und zerstöre jetzt den Ort. Ja. Baumbart. Ich habe Dürfen wir da nicht vielleicht. einfach Feuerdrachen machen? Ja, können wir. Wir dürfen Feuer Drachen machen. Echt, dürfen wir? Ja. Also diese, die du in der Festung machen kannst. Ja. Hätte ich aber früher sagen können. Hab ich doch. Du hast vorhin schon mal Weil ich gefragt. zugehört. Ja, da bist du dann selber dran schuld. Ach, wie jetzt? Ich bin Nicht. der Ork, den du angreifst. Das ist toll. Das Gebäude ist fertig. Der König ist Dicker, wie viele Sägewerke du hast! Das will ich halt eigentlich schon sehen. Ich muss mal kurz. Holy shit! Ich muss mal kurz zu Gondor. Alter, hast du Isengard entfesselt? Ja. Ey, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nö, wieso? Wie kommst du drauf? Es sind um die 20 Sägewerke, oder? What is Willy? Friss Gandalf! Also ich habe meinen Spaß mit meinen Sägewerken, okay? Nicht. Aus. So, ich baue mir hier mal kurz eine Absicherung hin, damit ich nicht sterbe, wenn die Festung drauf geht. Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Wir werden sie überrennen. Was will dein Baumeister da bei mir? Nicht. Schickst einen Scout oder was? Nee, Nieder der will einfach ein Gehöft bei mir bauen. Das offensive Gehöft. Ja, hier auf Stufe 3. Da kann noch ein Sägewerk hin. Und der Feuerdrache ist ein Held. Zwerg, ich habe mir gestern mein. Alter, machen die Damage! Auch das Video von auch das auch noch mal das Video von Fornos angeschaut. Ja. Aber vor allem hauptsächlich halt den Teil von Düsterwald am Ende. Ich fand's dann nur witzig irgendwie. So, wir brauchen für die Straße eine gute Defense. Und mit Defense meine ich Türme. Einen Haufen Türme. Naja, ich hab's gesehen. Hast du nicht ein bisschen zu viel vielleicht? Hast du mein Video an den grauen Anfurten mit den auf der in der guten Kampagne gesehen? Nee. Das sind viele Türme. Oh. Also dieses Video ist etwas, was ich als viele Türme bezeichnen würde. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wir haben viel zu tun. Ich glaube, jetzt habe ich langsam genug Sägewerke. Ich meine, ich finde es schön, wie sich halt so ein paar von meinen Arbeitern einfach an. Weißt du, meine Arbeiter sammeln sich so an zwei oder drei Sägewerken, während die anderen Ja. halt komplett leer stehen. Ah ja, weil das die nehmen wir das, was direkt am nächsten ist. Ja. Jetzt kommt's, teilt's euch mal hier ein bisschen auf. Oh, verpiss dich doch mit deinem Aragorn. Alter, Schatten baut jetzt wirklich offensive Türme. Ich fange jetzt auch an. Mit Silberdom-Pfeiltürme. Ach stimmt, die kommt man ja upgraden. Ja. Ganz vergessen, dass das geht.
Haha, nicht getroffen. Wie weit war die Elbenfestung eigentlich runter? Hälfte, oder? Die aber ich keine Türme hatte. Ja. Aber jetzt baue ich Türme, jetzt geht's nicht mehr. Ja, geil. Ja, maximal 5 in der direkten Umgebung, haben wir ja gesagt. Haben wir das? Wir hatten über eine amtlichen Türme gesprochen. Eigentlich nicht. Ich habe ganz kurz erwähnt, maximal 5 in der direkten Umgebung von der Festung. Hatten wir nicht. Wir hatten nur gesagt, dass wir, wir die Festungsplätze nicht nutzen. Ja, eben. Ja, okay, nur 5. Also ich hatte im Kopf in der direkten Umgebung von der Festung maximal 5. Ja, außenrum bei... Wie kommst du auf sowas? Das haben wir doch vorhin gesagt. Nein! Einer von euch hat es vorhin gesagt, bin ich mir sicher. Nein, wir haben nur gesagt, wir benutzen die Festungsplätze nicht. Also die Festungsbauplätze nutzen wir nicht. Aber wir können jetzt noch nicht unendlich viele Türme hinspammen. Nein, nur 5! Nein! und Alter, da kommt ein Gandalf. Und was würdet ihr als... darf man ausrüsten, oder? Ja. Ja, gut. Aber du darfst die Festungsbauplätze nicht nutzen. Du darfst nur die Festungsupgrades nutzen. Also du kannst von mir aus schon deinen Elfenbeinturm bauen. Nee, ich hab Adlerhorst. Ja gut, die Adler darfst du nutzen. Genauso wie wir unsere Feuerdrachen nutzen dürfen. Sind Helden. Ja. Ich kann doch gerade eben irgendwo Helden. Ja, die sind jetzt weg, mein Drohbuff. Gondor, wo sind deine Helden? Ja, und das meine, meine 15er Fähigkeit Adler. Ich freue mich schon. Ihr wisst, was zu tun ist. Macht euch wieder an die Arbeit. Wir wären dann fertig. Baut! Ach, der hat jetzt seinen Adler geholt. Ich glaube, am schlimmsten ist da wirklich noch fast Gondor bestückt gegen Lufteinheiten, weil die haben ja nur Faramir und den Speerwurf von Eowyn. Jo. Ah, nee, Gandalf. Gandalf kann noch. Ja, Gandalf kann auch sein Licht der Istari. Und das knallt gut. Ja, vor allem gegen Nazgul. Oh ja. Ach, da oben ist ein Varg. Lol. Da oben ist ein Wargball. Was macht denn der da? Okay, jetzt reicht's mir. Rohirrim! So war der Gag. Rohirrim! Ich jag da jetzt überhalten. Alter, wie viele Baumeister hast du denn? Wer, ich? Genug, damit ich wieder meine 5 Türme voll hab. Macht dich nüchtern, das Gebäude ist fertig mit uns. Macht euch wieder. Nee, was willst du mit deinem scheiß Ruirem? Ach Leute, er hat wortwörtlich Ruirem gebaut. Ja, klar. Ich dachte Ruirem. Ich dachte, du machst dasselbe wie Zwergi vorhin. Rohirrim schreien und dann mit Gondor-Reitern reingehen. Ja, klar. Die alle auf mich gehen! Ja. Ja, das ist gut. Irgendwo muss man doch anfangen. Außerdem kannst du Adler bauen. Komm, hättest du mich in Frieden gelassen, würde ich dich jetzt auch gar nicht angreifen. Dann hätte ich... Du leckst gerade bei mir übel, Schatten. Ja, bei mir auch. Ja, okay, sie verliert. Das. Ja, jetzt geht's wieder. Okay. Alles klar. Okay. Chill halt. Chill mal deine Base, Junge. Mein schöner Drache. Schnief.
Holz bauen. Ich hätte schon böse Bock, mit einer Armee Holzfäller rüberzukommen. Schon so ein bisschen, gell? Es lockt schon einen schon. 1000 Holzfäller wären doch geil. Alter, ich habe halt immer noch Level 1er Sägewerke. Einfach weil da keine Sau hingeht. Naja. Oh, zwei Festungen? Ja. Wow, wollen wir da zwei bauen? Wir haben nie gesagt, dass wir Festungen begrenzen. Tja. Ja, okay. Oh nein, okay. Das nimmt Ausmaße an. Ja, selber schuld. Warum baust du eigentlich Schatten direkt in meiner Base? Weil der immer so provokant spielt. Kommt so ein Drache. Och nö, jetzt kommt wieder die gesamte Hut von ihm rüber. Ja, bei mir kommt auch gerade eben so eine Hut an. Und meine Helden haben halt dagegen gar keine Chance. Meine schönen Türme meine auch nicht. Junge, die metzeln sich halt hier komplett durch. Ja, schalt sich die ganze Zeit. Und Elrond hat ab Stufe 10 nochmal eine Heilfähigkeit. Alter, das kannst du vergessen. Ja, also mit Orks hast du hier echt geloost. Ja, das geht in dem Teil. Ich spiele echt gern Orks, aber... Ich auch, aber... Alter. Ist nicht möglich. Es geht nicht, es geht halt einfach nicht. Ja, gut. Sie greifen das Sägewerk an! Feuerdrache ist los! Alter, ich mache jetzt Holzfäller. Nee. Machst du nicht. Nein. Oh. Wir halten uns dran. Ich hätte echt Bock auf Holzfäller. Was soll man sonst machen? Ich werde gerade von Gondor wieder unten angegriffen. Der gemütlich seine Helden hochfarmt. Na komm schon! Nein, mein schöner Drache! Und ich sammle in aller Ruhe Fähigkeitspunkte, um dann nachher ein paar schöne Fähigkeiten zu haben. Ja! Ah! Okay, ich hau ab und heil mich erstmal. Wo hast du jetzt deinen Tom Bombadil hin? Das ist meiner. Ja, wo? Bei Gondor. Ach so, ja, dann juckt's mich nicht. Was? Der hat Angst vor meinem Tom. Hey! Der König ist hier! Ach, da! Verneigt euch vor mir, ihr Mann! Der große Drache ist hier! Ich finde schön, wie krass Drogoth immer schreit, wenn er auftaucht wieder. Lol, man kann nur maximal zwei Festungen bauen, oder? Es gibt einen Bug, dann kannst du mehr, wenn du schnell die nächste Festung baust. Aha, weil auf dem Hexenkönig war das ja anders. Ja, eigentlich war es auch in Vanilla. Kannst du nicht die viele bauen? Ja, da kannst du so viele bauen, wie du Ressourcen hast. Aber heilst du die? Die stirbt doch eh! Vor allem der Feuerdrache macht einfach null Schaden an Helden. Ja.
wir sind fertig. Gegen normale Einheiten ist er zwar nützlich, aber gegen Helden ist er halt Müll. Ah ja. Wo kommen denn jetzt auf einmal die Elben her? What the fuck? Die kamen da gerade aus dem Nichts? Kurze Frage, wie viele Baumeister kann man eigentlich maximal haben? Jo, wo oder? Kommen jetzt denn die Jorohirrim auch noch her, oder? Du kannst mich mal auch. Das neue Gebäude ist fertig. Meine schönen Arbeiter! Meine braven Sklaven arbeiten sich hier den Arsch ab. Auf dass sie abgefarmt werden. Die Georg, mich kannst du nicht angreifen. Ich habe zwei Festungen. Das schaffst du nicht. Ja, ich kann es trotzdem doch versuchen. Und das war Drogov. Ja, Alter, was soll ich denn da sonst machen? Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Schade. Haltet euer Werkzeug. Hättest du mir nicht noch den einen Punkt geben können? Mach dich nützlich! Den einen halben Punkt? Den einen halben Punkt? Den Toten hast, ne? Wer, echt jetzt? Ich hab schon Flut. Ach du Heilige. Was geht bei euch? Gar nicht. Ich hab Fledermäuse, Kriegsgesang und verfluchtes Land. Ey, ich hab nur Fledermäuse und Dune Länder rufen. Na gut, du hast halt eine 10er Fähigkeit genommen. Dran Stufe 9, perfekt. Mein Ziel ist der Balrog, aber ich glaube, den werde ich nicht mehr schaffen. Alter, und der hat natürlich schon seinen scheiß Aragorn auf Stufe 10. What? Holy Macaroni. Links. Das ist eine Falle. Deswegen ist es cooler, das gegen Bots zu spielen. Ja, aber die Bots sind dumm. Oh, viermal brutale Armee. Verbündet. Ist bestimmt lustig. Kriegst bestimmt fett aufs Maul. Ja, das definitiv. Gondor, wo sind deine Helden hin? Mann! Okay, dann push dich jetzt. Gondor verliert, denke ich, seine Festung. Das neue Gebäude ist fertig! Ich höre da wieder zu. Deine scheiß Fähigkeit! Du klappst sofort nicht fertig, dass ich meine Basis unbeaufsichtigt lasse. Also komm. Naja, du hast sie unbeaufsichtigt gelassen. Du hast halt nur jetzt inzwischen die Armee der Toten in der Zwischenzeit gekriegt. Und dieser fette Feuerball wird, wenn man Drogov einfach. Wieso macht den Milliardenturm? Ich dachte nur 5. Ja, nein. 5 und direkt an der Base. Nein. Und außerhalb darfst du jederzeit ja Türme machen. Wir hatten nie wirklich beschlossen, dass wir nur 5 Türme machen. Okay. Das hat nur Zwergi irgendwann mal gesagt. Ne, das habt ihr beschlossen, da bin ich mir sicher. Nein! Okay, da werde ich wohl senil. Ja! Dieser Adler. Nö, das mache ich jetzt die ganze Zeit. Ich werde deine Produktion jetzt so hart zerstören. Dagegen wirst du nichts machen können.
arbeitet an eurer Einstellung. Ihr wisst, was zu tun ist. We are number one. Hey. Fragt mich nicht, warum ich gerade eben diesen Ohrwurm habe. Aha, passt. Der Feuerdrache ist los. Hey, Baumeister, an die Arbeit. Ihr werdet nicht gefaulet. Mach dich nicht. Läuft jetzt hier von der Elbenmucke. Hat irgendwer ja, die Hobbits, die Hobbits gerufen? LOL. Du schickst arme, wehrlose Hobbits in den Krieg. Ey, ist das dein Ernst? Den Ring, let's go. Stimmt, auf Frodo grinden! Ich fände es irgendwie witzig, wenn Frodo und Gollum rumrennen müssten, würden. Aber halt. Ich wollte doch Ring machen, du hast gesagt. Nö. So, die Guten müssen Gollum töten, die Bösen müssen Frodo töten. Und sobald einer von beiden tot ist, verschwinden halt beide. Oh, dieser Drecksturm, hey. Der nervt. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Wie viel Kommandeurslot hast du eigentlich voll, Shadow? Ich? 341. Aber es ist halt 600. Wie viele? Und du sagst, ich habe viele Sägewerke. Ich habe nicht viele Sägewerke, ich habe viele Leute. Ja, aber nur weil du viele Leute hast, aber die stehen dann halt vor deinen Sägewerken Schlange, ne? Ja, ich baue trotzdem auch Sägewerke einige, so ist es ja nicht. Alter, ist das schon ein bisschen viel. Hä? Oh Mann, da schaut man einmal nicht kurz hin und dann laufen deine Leute bitte nach Timbuktu. Ja, ist schön da. Vor allem zu dieser Jahreszeit. Hallo. Das Auge beobachtet uns. Auf nach Timbuktu. Haltet euer Werkzeug bereit. Eine Schande. Früher konnte man sich eine Armee von Drachen, von Babydrachen bauen. Jetzt. Ja. Das war echt geil. Ja. Alter, ich baue hier schön meine Holzfäller-Economy auf. Und von da hinten werde ich wieder gebumst. Rohire! Auf wen? Auf die Person, die gerade einen Wächter in meiner Basis gestellt hat. Das war ich. Nein, ja. Was? Oh. Ja, ey. Ey, die Klofintel. Ey, es ist die Batzlein Arbeiter dort. Meine Einheiten. Oh. Hast du gerade Klofintel gesagt? Klofintel? Glorfindel. Ey, Boromir, was machst du denn so ganz allein im Wald? Nicht weglaufen, Boromir. Nicht weglaufen. Kämpft wie ein Mannschaft. Aaron Stufe 10, Dankeschön. Oh nee. Jetzt habe ich 3 Heals. Ihr ständig auf mich geht und nicht auf ihn. Was kann ich denn dafür? Ich versuche die ganze Zeit auf ihn zu gehen. Ich hab Silberdorn-Türme, Alter. Was wollen wir? Ich sehe doch die ganze Zeit, wie ihr meine Gehöfte zerstört. Weil ja, die nerven da! Bei der Base baust. Die sind meilenweit von deiner Base entfernt. Du hast teilweise wirklich schon Gehöfte in meiner Base gebaut, Junge. Ja. Und zwar vollkommen offensichtlich. Ey, könntest du die Elfen dort unten einfach wegmachen, die kleinen Spitzohren? Ich würde so gern mit meinen 600 Arbeitern einfach vorbeikommen. Ich halt auch, Alter. Einfach so ein richtiger Ackermatch nur mit Arbeitern. Arbeiter! An die Arbeit! Ja, jetzt werden Leute gehackt, nicht nur Holz.
Ach, Holz, Menschen, Tiere. Ist doch alles das Gleiche. Vor allem Tiere. Ach, über die Menschen hast du dich nicht gewundert. Nee. Nee, du. Ah, ich glaube, das wird ja auch wieder so ein. Ich glaube, das wird ja auch wieder so ein endlos Ding. Nee, ich glaube, Elfen wird uns alle umbatschen. Ja. Er muss sich halt nochmal endlich Mühe geben. Sobald ich meine nächste 25er Fähigkeit habe, ja. Oh ja, du hast ja schon eine. Ja, ich habe gleich die nächste. Oh ja, wie schön für dich. Aber da kommt nochmal Ork. Na komm, Ork. Du verlierst auch mit deiner Armee. Nö. Kommst du jetzt ernsthaft mit deinen Hobbits bei mir unten bei meinen Sägewerken? Dein Ernst? Weg mit den Hobbits! Ich brauche Fähigkeitspunkte, lasst mich. Dein Scheiß Ernst? Du kommst hier jetzt mit Hobbits an? Okay. Der letzte Marsch, Dens! Bro. Yo, Kankra ist gleich schon tot. Are you fucking serious? Ja klar, der hat jetzt seine kleine Armee der Toten gerufen mit Aragorn. Yo, von wo kommen jetzt gerade die Ents überall? Ich hab sie gespawnt. Achso, die kommen nur von unten? Lol. Oh, wie gern würde ich jetzt gerade ihm einfach meine Holzfälle auf die Ents schicken. Ja, das würde so schnell gehen. Machen die nicht extra Damage? Ja, die machen auf Holz, die Holzfäller machen auf Ents mehr Damage. Das ist voll funny. Da machen die dann tatsächlich annehmbaren Schaden. Als ob du jetzt mit deinen ganzen Helden mir gefolgt bist, bis in meine Base, nur um mein Arakon zu töten. Ist das dein Ernst? Siehst du doch, dass es dein Ernst ist. Dein Aragorn? Du bist Elfen? Ich dachte, wir sind fertig. Also, ich hab grad was vertauscht. Sie greifen das Sägewerk an. Oh, du Pisser! Die Festung musstest du jetzt echt noch klein hauen. Ja. Digga, was willst du mit deiner Armee der Toten? Stop it! Sagt der, der alle seine... Egal, Gandalf, nehme ich dir mit. Sagt der, der alle seine Helden eingesetzt hat, nur um diese... nur um Aragorn zu kriegen. Könntest du dich jetzt mal bitte mit deiner Armee der Toten verbissen? Das wäre sehr freundlich von dir. Ich weiß echt nicht, was ich jetzt gerade eigentlich die ganze Zeit mit meinen Ressourcen anfangen soll. Ich auch nicht. Ich hab die ganze Zeit den Cooldown. Bis meine Helden wieder neu da sind. Ja, ich baue jetzt gerade eben eine neue Festung. Da kannst du zwei Feuerdrachen machen. Ja, hatte ich schon die ganze Zeit. Aber Skralz hat sich halt gesehen, meine Festung zu zerstören mit seinem Marsch der Ents. Ja, klar. Aus, komm. Die Tür mit dem W. Ja, Feuerpfeile? Hallo? Ah, den einen Adler verlierst? Na, gerade so nicht, schade. Ich brauche da oben mehr Türme. Nee, den Fahrer mir... Ah, nein! Alter, und tschüss. Und tschüss, ich gehe. Houston, wir brauchen mehr Türme. Nicht normal. Nicht normal, mein Freund. Was hast du da jetzt gerufen? Okay, tschüss, mein Freund. Er wurde gewonshottet. Also man kann es echt übertreiben mit den Drachen. Es gibt drei, wir können maximal drei Drachen holen, also chill mal. Nein, zwei. Mit Drogoth 3. Ja, mit Drogoth 3. Und das ist schon schlimm genug. Jetzt guck doch mal auf deine Menge an Helden. Also die Glorfindel-Fähigkeit finde ich cool. Die sind alle cool. Alter, wie schnell machen die Waldläufer mal den Drachen weg? Und tschüss.
Holy shit. Man merkt halt echt, dass man sich mit den Orks nicht auf seine Helden verlassen kann. Nee. Die Helden sind absoluter Abfall. Bio ist für mich Abfall. Ach du, okay, das ist meine Bauarbeiter. Leute, jetzt dürft ihr mit angreifen. Auf den Haufen da hinten. Ja, wahrscheinlich. Was soll ich machen? Die stehen doch rum. Hast jetzt alle Sägewerke verloren, oder was? Nein, aber ich hat direkt in meine große Kammerpulk seine Scheiße reingestellt, ein Reiter. Oh nee, du Arsch, du. Also das ist dann Assi. Oh Drogoth, da ist ein kleines Ziel für dich. Aber ganz ehrlich, die schlagen sich gut. Bringen die Sägewerke auch EP, wenn ich Einheiten dran rekrutiere? Keine Ahnung. Rein theoretisch ja. Ich glaube nicht. Nee, ich denke auch nicht. Probieren braucht Verstärkung von Hobbits. Stimmt ja, ich kann mir ja mit dem Baumeister das Feuer löschen von Baumbart. Baumeister. Do it. Das ist so lustig mit anzusehen. Lösch das Feuer! Ey, Lex, stirb! War ich auch grad so. Stirb! Ja. Stirb! Ja! Schatten, jetzt erwartet dich gleich was. Da kommt der Marsch der Bauarbeiter. Ach, nutzt du mir das Bauarbeiter? Er greift da hinten alles bei mir an. Und meine Bauarbeiter müssen sich ja wehren. Ey, wieso leckt jetzt gerade eben so hart? Das sind meine Bauarbeiter. Ja, weil ihr zu viele Sägewerke macht. Stop it! Angriff! Angriff der Bauarbeiter! Ja, wow. Ich glaube, wir haben es getötet. Ich glaube, wir haben wirklich das Game gekillt. Ja, danke. Danke. Oh Mann. Was tut ihr? Was macht ihr Sägewerke? Nein. Wir brauchen halt Ressourcen. Ressourcen? Hast du eine Ahnung, wie viel Druck auf die ganze Zeit kostet zu reanimieren? Ja. 5000? Ja, etwa. Ja, ich glaube, es ist tot. Ja, danke. Okay, ich würde mal sagen, unentschieden an der Stelle. Ja, finde ich gut. Unmöglich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Bis dahin, Leute. Alle schaut gern beim Shadow dabei und auch in Zukunft dann beim Schatten. Ja, und beim Zwergi natürlich auch. Kommt halt drauf an, wo ihr gerade schaut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, Leute.